Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Karting von Thüringen. Wir starten jetzt durch und holen das Holz und fahren zum Sägewerk. Leider etwas dunkel, deswegen arbeiten wir mit Zeit und Stelle, dass wir die Nacht überspringen können. Schnell wie möglich, weil am Wald sehen wir auch so wenig. Ja, wir haben immer noch späten Herbst, noch. Bald kommt früher Winter. Die Temperatur passt dem schon an. Ups. Ja, bevor ist noch nichts. Genau, Forstwirtschaft. Ja gut, mehr kann man im Winter ja fast nicht machen. Also Schneepflügen, naja, so lange wie es geht, machen wir keinen Schnee hier. Sei denn, oh, das ist aber gerade kalt geworden. 1 bis 2 Grad, das ist ja schon ein gewaltiger Sprung vom Herbst. Ja, nichts mehr mit Heu machen. Das ist tiefgefroren. Ach, da ist die Straße. Heu einfrieren, das kann man machen, ja. Fast Frost. Zum Glück sagt er kein Schnee an. Es kann auch Regen fallen, also so sieht der auch nicht. So, ich hab Durst. Faust? Aber mit rechts hinten war, ne? Mit links, das wird nichts. Geht schief. Die Bäume sind kalt. Kahl. Kalt. So, es geht weiter Richtung Wald. Komplett die Kreuzung. Wir werden die Geschwindigkeit beibehalten, so lange wie es möglich. Wenn es hell wird nachher, dann können wir normal mit 5 fahren. Heftig hier, sieht man nichts. Ups, da, hau mal lang. Sieht doch Fernlicht. Nur weniger Licht geht. Ah, gut. Müssen ein bisschen erahnen, wo wir fahren wollen. Also im Wald wird es dann ganz blöd, in Anführungszeichen. Weil dann sehen wir nichts. Nur im Schein der Scheinwerfer. Also ich dachte schon, wir können früher umziehen. Aber wir haben noch keine neue Karte. Denn jetzt, naja, gut, Bäume hätten auch gerne verkauft. Abgesehen. Aber ansonsten kommt es nicht darauf an, ob wir im Winter noch unbedingt Holz machen, ne? So, jetzt haben wir schon fast 0 Grad. Wir haben 0 Grad, der Boden ist schon kälter wie Luft. Wahnsinn. Ja. Mal gucken hier, mal kurz Hilfenster machen hier. B, Autoload. O ist rechts hinten. Ja, man sieht ja auch nicht so viel. So, stoppen schon mal nicht. Blöde Englische hier. Aber langsam wird's hell. Oh, 8 Uhr. Naja. Da haben wir schon. Gut, jetzt können wir normal fahren. Mit 5 halt. Winter, Bodentemperatur 0 Grad. Kurz ausmachen.
Das ist ein Baumstumpf. Oder ein Balken. So, langsam aber sicher kriegen wir den Baum stinksvoll. Muss ich aufpassen. Beim Fahren verrutscht man alles. Wüste, mal gleich rechts nehmen, also. Jetzt haben wir rechts. Und machen left. Soll ja links sein. Hauptsache spreche ich aus. Nein, ich kann kein Englisch. Ja, der ist zu groß. Den kommen wir nicht rüber. So, kurz wieder ausschalten. Und dann gehen wir hinten noch bei. Das sind 11 Meter lange Stücke. Aber der Fat Action getestet. Dafür gibt es am meisten Geld. Und den muss ich so oft fahren, ne? Verkaufsstation mache ich hier nicht. Weil das ist irgendwie unrealistisch in meinen Augen. Ich versuche eigentlich, dass es so reell wie möglich ist. So, das ist aber jetzt auch voll. Start ist weg, jetzt kann man den Hilfsfenster aufmachen. Jetzt fahren wir zur Straße. Mein LKW auf dem Acker wäre nicht gerade. Ja, würde praktisch absaufen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen bei der Geschwindigkeit. Müssen wir schnell fahren. Aber jetzt sehen wir schon Grasmähen hier, nicht klappt. Wie gesagt, blöd wär's, macht sich die Arbeit und mäht Gras, Silage. Naja, Wechsel ist dann ungünstig. Ich meine, gut. Ich denke mal, dass wir die nächsten, die Folge und noch drei, also vier insgesamt, das noch hinkriegen sollten, jetzt hier im Winter zu spielen, ne? Dann würden wir ohne groß, naja, auffallen wir das schon, weil ja die Früchte zurückgesetzt werden. Auf null. Aber wir hätten einen neuen Spielstand komplett. Im Grunde ist das besser für Seasons. Aber gut. Das bitte. Ja, das ist wieder das typische. Oh, ich sitze im Bau. Mein Radlader, wo ist denn der? Bäume umfallen. Bleibt brauchen einen anderen LKW. Wo ist denn der? In der Garage. Ja, muss man losdüsen, ne? Das klappt auch nicht aus. Haben wir nicht nur eine Gabel irgendwo gehabt? Ich glaube nicht. Ja, nur eine Silagegabel, glaube ich. Schiebeschild vielleicht noch, ja. Aber normale Gabel haben wir nicht. Schaufel haben wir. Aber mit dem wird auch nichts. Gut, ab geht's zum. Also die Maschinen haben wir schon aufgeschrieben und die Traktoren. Drescher und so, die ganzen Geräte habe ich aufgeschrieben. Die Lampen ja nun nicht, aber gut. Die kostet ja aber kein Vermögen. Ja, dann sehen wir mal, was mehr kommt, ne? Den kleinen werden wir nicht mehr kaufen. Und wir bergen erstmal unseren LKW.
Ja, jetzt haben wir schon Uhrzeit, 18 Uhr, und ein bisschen beeilen. Wir sind 19 Uhr. Mal sehen, vielleicht mache ich nach der Folge Schluss, obwohl ich keine Info bekommen habe. Wenn sie nur Training machen, das ist kein Problem, dann brauche ich keine Mods. Schau mal die Folge, ich bin auf jeden Fall noch fertig. Und dann fehlen noch drei, die schaffen wir auch morgen. Alle Ruhe. Halt Sonntag dann hochladen. Kommen wir das nebenbei. Ist ja kein Problem. Da sind wir schon. Ich meine, reell wird es nicht funktionieren. Der LKW wäre eigentlich Schrott. Da kann man nicht viel retten. Denn Holz ist schwer. Hey. Ja, irgendwie kommen wir da hin. Da ist er. Weil er ist ganz schön schwer. Hält auch noch am Dings fest. An der Tür. Am Haus. Dann müssen wir den ein bisschen nach hinten schieben. Ja, die Steuerung ist verdrückt, genau. Taste wird. Ja, der LKW hält hier im Haus fest. Immer so. Was so ein Dach aushält. Mein Gott, ne, Thüringen gerade so wieder. Stabile Häuser. So, jetzt ist das Blech auch schon durch, ne? Eieiei. Das ist nicht gut. Abschleppstange habe ich nicht drauf und die macht Probleme. Habe ich mir sagen lassen. Meine Kraft hat er ja, ne? Aber die Kupplung rutscht. Na, jetzt aber irgendwas kommt noch ein bisschen. Ja, jetzt haben wir ein Dach gelöst. Irgendwie lag das ein bisschen. Einbrüche, FPS. Oder Holz liegen. Das ist dichtes Holz. Ah, ist ja noch ein Leitverkehrskreis hier. Jetzt hänge ich noch am Dings fest. Oh, da gibt es ja einen kleinen Trick. Wahnsinn. Na, wie viel gibt es Holz? 40.000?
oder 45.000 oder nur 38.000. Werden wir gleich sehen. Also die Folge wird zu Ende. So kriegen wir auch eine Folge bei der Runde, ne? LKW aufrichten. Ja, das ist ja nicht mehr lustig, also. Wo ist denn unser? Straße. Für die meine. Ein Radlader nicht, wurde den gelassen. Da ist er doch schon. Sind wir nicht weit gekommen. Aber das machen wir noch fertig. Richten den mal auf. Zur Opelan. Denke ich mal an. Früher Winter. Da liegt der. Ja, Winterschlaf oder was? Aber das sollte besser klappen. Auf der anderen Seite soll ich durch bergauf schieben. Leute, haben wir schon Erfahrung mit. Ja, das Holz ist zu schwer, denke ich mal. Zu viel Masse, denke ich mal. Keine Ahnung. Oder zu hoch beladen oder der, wo die Fahrzeuge haben einfach einen verkehrten Schwerpunkt. Ich weiß es nicht. Aber wir haben nichts anderes, wenn man immer so nehmen ist. Und wie der schaukelt, ist ja nicht normal. Muss ich mir noch mal neuen umschauen. Und die Straße auch noch schräge. Ganz langsam fahren. Dann geht das. Ganz heikel die Kurve hier. Hat er schon Probleme gemacht mit dem Verkauf von Getreide. Hier ist ja auch gefährlich. Mit diesem Fahrzeug. So, hoffen wir, dass entsprechend das auch klappt. Dann haben wir auch die Zeit geschafft. Na, 40.000? Oh. 52.000, nicht schlecht. Das war auch so schwer. So, liebe Leute, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Schüsse mit dem Winkel. Ciao, ciao. Bis hoffentlich morgen zur nächsten Folge. Ciao.